Hey, seid ihr da? Ich habe eine kleine Ankündigung. Wir haben ein neues Spiel gestartet. Ich bin mir sicher, diese Ziegen werden diesmal nicht weglaufen können. Nun, natürlich, sie können mit eurer Hilfe weglaufen. Es gibt nur einen Weg, dies herauszufinden. Wenn ihr uns gerade auf eurem Handy oder Tablet zuschaut, klickt zuerst hier, dann hier und ladet unser Spiel herunter. Los geht's! Die Ziegen zu retten liegt nun in euren Händen. Kondo-san! Es war einmal ein hübsches Waisenmädchen mit dem Namen Heidi. Sie war 5 Jahre alt, hatte dunkelbraune Augen, kurze schwarze Haare und rosige Wangen. Heidi wohnte bei ihrer Tante Dete in der Schweiz. Eines Tages wurde Heidis Leben auf den Kopf gestellt. Ihre Tante hatte eine Arbeit in einer anderen Stadt gefunden und konnte Heidi nicht mitnehmen. Wir fahren in die Alpen zu deinem Großvater, meine Liebe. Du wirst einige Zeit bei ihm bleiben und ich werde dich abholen, wenn meine Arbeit getan ist. Das verstehst du doch, oder? Ja, das tue ich. Du weißt, was das Beste für mich ist, Tante. Ich nehme meine Puppen mit und wir werden auf dich warten. Ich freue mich riesig darauf, meinen Großvater zu treffen. Ich kann es gar nicht erwarten. Nach einer sehr langen Reise kamen sie schließlich am Häuschen ihres Großvaters an. Opa Adolf lebte dort mit seinem Hund Josef. Jeder kannte ihn als einen Eigenbrötler und schwierigen Mann, aber er war eigentlich sehr warmherzig. Tante Dete erklärte ihm die Situation und ließ Heidi bei ihm. Heidi und ihr Opa mochten sich ab dem Moment, an dem sie sich das erste Mal sahen. Kleine Mädchen brachte Leben in das ruhige Häuschen. Opa Adolf gewöhnte sich rasch an sein neues Leben mit Heidi und konnte sich ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen. Von nun ging er nicht mehr grummelig durchs Leben. Wo warst du nur, Heidi? Ich fühle mich wie neugeboren. Ich liebe dich, meine liebe Enkelin. Ich auch, Opa. Ich liebe dich wirklich und ich finde es toll hier. Nur leider habe ich keine Freunde. Es gibt einen Jungen namens Peter. Er lebt mit seiner blinden Großmutter in einem kleinen Haus in der Nähe von uns. Morgen werde ich ihn dir vorstellen. Was sagst du? Oh, das ist ja wunderbar. Hurra! Peter war ein fleißiger Junge, denn er hütete nach der Schule die Ziegen. Peter, darf ich dir meine Enkelin Heidi vorstellen? Hallo Heidi. Hallo Peter. Sehr schön. Nun lauft und spielt zusammen. Seit diesem Tag waren Heidi und Peter die besten Freunde. Sie hüteten zusammen jeden Tag die Ziegen. Heidi lief am liebsten barfuß und kletterte die Hänge hinauf wie eine kleine Ziege. Peter, lauf! Eines der Lämmer ist weggelaufen. Du musst es wieder einfangen. Keine Sorge, das kommt wieder. Puh, ich hatte schon ein bisschen Angst. Nun dann, ich werde deiner Großmutter ein paar Blumen pflücken. Die schenke ich ihr auf dem Heimweg und vielleicht gibt sie mir dann ein bisschen frische Ziegenmilch. Peter zeigte Heidi, wie man die Ziegen melkt. Jede Ziege bekam außerdem von ihnen einen Namen. Heidi kochte zu Hause noch eine Suppe und brachte Oma frisch gebackenes Brot. Heidi hatte alle mit ihrer offenen und freundlichen Art angesteckt. Nach ein paar Jahren kehrte Tante Dete zurück, um Heidi abzuholen. Sie wollte sie zu einer reichen Familie bringen, die in Frankfurt lebte. Dort sollte sie eine Ausbildung bekommen, damit sie ein besseres Leben führen konnte. Heidi kann mich nicht verlassen. Was mache ich nur ohne sie? Bitte nimm mich nicht, Tante. Ich möchte hier bei Großvater bleiben. Ich will nicht gehen. Ich bin sehr glücklich hier. Heidi, du wirst bei einer sehr reichen Familie in einem riesigen Haus wohnen und eine Ausbildung in einer sehr guten Schule genießen. Das ist mir egal. Meine liebe Enkelin, du weißt, dass ich dich sehr liebe und wie sehr ich dich vermissen werde. Aber ich denke, deine Tante Dete hat recht. Du wirst dort ein besseres Leben haben.
Hör mir jetzt zu. Die Familie, bei der du wohnen wirst, hat eine Tochter in deinem Alter. Ihr beide könnt Freunde werden. Clara kann leider nicht laufen und sie hat keine Freunde. Sie braucht einen Freund wie dich. Du wirst sehen, du wirst dort viel glücklicher sein. Opa Adolf und Heidi weinten beide bitterlich. Nach einer langen Reise kamen sie in Frankfurt an. Als sie an einem riesigen Haus ankamen, begrüßte sie die Haushälterin Frau Rottenmeier an der Tür. Herzlich willkommen, ich bin Frau Rottenmeier. Und ich bin Clara. Willkommen, Heidi. Hallo, es freut mich, dich kennenzulernen. Heidi, es wird Zeit für mich zu gehen. Pass bitte gut auf dich auf, meine Liebe. Ich bin mir ziemlich sicher, dass du dich mit Clara sehr gut verstehen wirst. Hör bitte auf das, was dir Frau Rottenmeier sagt. Ich liebe dich, meine liebe Nichte. An dem Tag begann für Heidi der Albtraum mit Frau Rottenmeier. Sie lächelte nie und lief immer griesgrämig herum. Sie war nicht nur die Haushälterin, sondern war auch für die Erziehung der Kinder zuständig. Also gut, die Begrüßung ist jetzt vorbei. Zieh erst einmal die schmutzigen Sachen aus und geh dich waschen. Ich bringe dir ein paar saubere Sachen. Jawohl, Frau Rottenmeier, wie Sie wünschen. Wenn du fertig bist, kannst du in mein Zimmer kommen. Dann können wir zusammen etwas spielen. Oh, toll! Ich werde mich beeilen und dann zu dir kommen. Clara wohnte mit ihrem Vater, ihrer Großmutter, der Haushälterin Frau Rottenmeier und den anderen Dienern in dem großen Haus. Meistens blieb sie in ihrem Zimmer und zog nie die Vorhänge auf oder öffnete die Fenster. Heidi war schockiert, als sie Claras Zimmer betrat. Sie zog sofort die Vorhänge auf, um Licht hereinzulassen. Plötzlich war der Raum hell erleuchtet. Clara, sieh, wie hell es jetzt ist. Sonnenschein hilft einem immer, sich besser zu fühlen. Du wirst sehen. Im Laufe der Zeit hat sich Heidi an ihr neues Zuhause gewöhnt. Wieder einmal hatte sie alle mit ihrer offenen und freundlichen Art verzaubert. Jeden Tag spielten Heidi und Clara mit ihren Spielsachen und danach mussten sie lernen. Frau Rottenmeier hatte es sich zum Ziel gesetzt, Heidi zu einem wohlerzogenen Mädchen zu erziehen. Hör mir gut zu. Du solltest besser ein braves Mädchen sein. Lauf nicht überall herum. Es tut mir leid, Frau Rottenmeier. Heidi gab sich große Mühe, alle Regeln des Hauses zu befolgen und sie genoss die tolle Zeit mit Clara. Trotzdem vermisste sie noch immer die Alten, ihren Großvater und Peter. Sie träumte immer davon, mit den Ziegen in den Bergen herumzulaufen. Eines Morgens konnte Heidi nicht mehr aus dem Bett aufstehen. Claras Großmutter eilte sofort herbei, um nach ihr zu sehen. Bitte, Großmutter, ich bin so unglücklich. Schicken Sie mich zurück nach Hause. Dieses fröhliche Mädchen, das jeder kannte und liebte, hatte sich in eine kranke und ruhige Heidi verwandelt, die außerdem auch noch ihren Appetit verloren hatte. Die Großmutter machte sich schreckliche Sorgen um Heidi und rief nach dem Hausarzt. Dieser teilte ihnen mit, dass Heidi wehmütig sei und die einzige Heilung darin bestand, sie zu ihren geliebten Bergen zu schicken. Also beschlossen sie, dass Heidi zu ihrem Großvater zurückkehren durfte. Mein Leben hat sich so verändert dank dir, Heidi. Du wirst mir fehlen. Ich bin so glücklich, Clara. Bitte verstehe mich, das ist meine wahre Heimat. Komm mich bitte besuchen, sobald du kannst. Obwohl die Reise sehr lange und anstrengend war, konnte sie es kaum erwarten, ihren Großvater wiederzusehen. Sie rannte zu ihm und umarmte ihn freudig. Ich habe dich so vermisst, Großvater. Ich habe hier alles und jeden vermisst. Ich habe auch dich vermisst, meine liebe Enkelin. Wir werden uns nie wieder trennen. Schau, Peter ist auch da. Hallo, Peter. Ich bin zurück. Willkommen zurück, Heidi. Wir haben dich wirklich vermisst. Selbst die Ziegen. Jeden Tag, wenn sie die Berge hinaufstiegen, erzählte Heidi Peter von der Villa und den guten Zeiten, die sie dort erlebt hatte. Nach Heidis Rückkehr war Peter endlich wieder glücklich. Ich habe eine neue Freundin. Ihr Name ist Clara. Es fiel mir schwer, sie zu verlassen. Ich werde sie vermissen. Vielleicht kann sie dich eines Tages besuchen kommen, Heidi. Einige Monate vergingen und Heidis Wunsch ging in Erfüllung. Clara durfte Heidi in den Alpen besuchen und einige Zeit bei ihr bleiben. Heidi! Heidi! Schau, ich bin gekommen! Ich kann es nicht glauben, dass du endlich hier bist. Willkommen, Clara!
Wir werden eine tolle Zeit miteinander verbringen. Die beiden Freunde tratschten bis in die späten Abendstunden. Am nächsten Morgen, nach einem herrlichen Frühstück, gingen Heidi und Clara hinaus auf die Wiese und trafen dort Peter. Clara beobachtete sie, während sie die Ziegen hüteten. Zuzuschauen war eine ganz neue Erfahrung für sie, aber sie war sehr glücklich. Auf der anderen Seite war sie verärgert, dass Heidi und Peter laufen und herumspringen konnten. Ich frage mich, ob ich eines Tages so laufen kann wie sie. Ich habe keine Ahnung, wie sich das anfühlen muss. Die Tage vergingen und Clara erholte sich wieder. Da sie sehr viel Zeit an der frischen Luft verbrachte, wurde sie rasch gesund. Ihre Wangen waren rosig. Mit Hilfe von Großvater Adolf und Heidi begann sie sogar nach und nach aus ihrem Rollstuhl aufzustehen. Bravo, Clara! Du schaffst das! Weiter so! Ich habe so Angst. Was ist, wenn ich hinfalle? Wir sind hier, direkt neben dir. Du brauchst keine Angst zu haben. Eines Tages, als Clara, Heidi und Peter beim Ziegenhüten zusah, sah sie eine Kuh direkt auf sich zulaufen. Hilfe! Hilfe! Verängstigt sprang sie aus ihrem Rollstuhl und lief ein paar Schritte. Ein Wunder war geschehen. Sie lief. Eigentlich lief die Kuh in Richtung Scheune, aber das hatte Clara nicht erkannt. Als Peter und Heidi sahen, dass Clara aufstand und weglaufen wollte, waren sie so schockiert, dass sie nicht wussten, was sie machen sollten. Dann rannten sie zu ihr und umarmten sie. Hurra! Hurra! Du hast es geschafft, Clara! Du hast es wirklich geschafft! Ab diesem Tag übte sie täglich ein paar weitere Schritte zu gehen. Erst ein Schritt, dann zwei Schritte, bis sie laufen konnte. Der Tag der Abreise für Clara war gekommen. Ihr Vater und ihre Großmutter kamen und wollten Clara abholen. Clara saß in ihrem Rollstuhl und wartete auf sie. Als sie das Häuschen betraten, stand sie auf, rannte zu ihnen und umarmte sie. Das war eine große Überraschung für ihren Vater und ihre Großmutter. Sie saßen alle zusammen und sprachen über die Tage, die Clara in den Alpen verbracht hatte. Clara erinnerte sich an den Vorfall mit der Kuh. Clara, ihr Vater und ihre Großmutter blieben noch ein paar Tage und kehrten dann nach Frankfurt zurück. Alle waren wieder zu Hause. Heidi in den Alpen und Clara in Frankfurt. Sie schrieben sich weiterhin Briefe und erzählten sich alles. Clara schrieb Heidi, dass sie im Frühjahr wieder in die Alpen kommen würde. Dann könnten sie zusammen spazieren gehen und die Ziegen melken. Schließlich war der Winter gekommen und es schneite. Während des ganzen Winters gingen Peter und Heidi rodeln. Von Zeit zu Zeit saßen sie gemeinsam und lernten für die Schule am Kamin. Heidis Großvater schlief glücklich am Kamin ein, wohlwissend, dass Heidi zu Hause sein würde. Heidi, ihr Großvater und all ihre Lieben lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Es war einmal in einem fernen Land. Dort lebten zwei Brüder, Ali Baba und Kasim. Ali Baba, ein armer Holzfäller, war ein freundlicher und ehrlicher Mann. Während Kasim, der ältere von den beiden, eifersüchtig und niederträchtig war. Eines Tages, als Ali Baba im Wald Holzstämme kleinschnitt und aufstapelte, bemerkte er eine große Gruppe von Reitern, die direkt auf ihn zukam. Vor Angst zitternd kletterte er auf den nächsten Baum. Selbst sein Esel hatte solche Angst, dass er sich hinter dem nächsten Busch versteckte. Du meine Güte! 1, 2, 3, 40! Das müssen die berüchtigten 40 Räuber sein, die Gold und Schmuck von jedermann stehlen. Ich sollte besser hier oben bleiben, bis sie weg sind. Neugierig beobachtete Ali Baba die 40 Räuber. Ihr Anführer stieg vom Pferd vor einem Felsen ab und schrie: Sesam, öffne dich! Mit einem lauten, knirschenden Geräusch verwandelte sich ein großer Felsen zu einer Tür und die Männer betraten die Höhle. Ich sollte besser nicht hinunterklettern und hier warten. Sie hatten alle Satteltaschen dabei.
Wahrscheinlich bringen sie jetzt ihre Beute vom letzten Raubzug in die Höhle. Oh mein Gott, hilf mir! Vor Angst erstarrt, blieb er still auf dem Baum sitzen. Nach einer Weile öffnete sich der riesige Felsen und die Räuber kamen heraus. Sesam, schließe dich! Die Räuber ritten von dann und Ali Baba war trotz seiner großen Angst sehr neugierig. Nachdem er sicher war, dass die Räuber fort waren, kletterte er den Baum hinunter und ging zum Eingang der Höhle. Dort sagte er die Zauberworte: Sesam, öffne dich! Die Höhlentür öffnete sich mit einem knirschenden Geräusch. Wow, die Tür öffnet sich auch, wenn ich es sage. Vorsichtig betrat Ali Baba die Höhle. Drinnen war es dunkel. Ein schmaler Durchgang führte in die Tiefe der Höhle. Nachdem er einige Minuten gegangen war, erreichte er das Innere der Höhle. Dort bewahrten die Räuber ihre ganzen Schätze auf. Ali Baba war fasziniert über das, was er sah. Er konnte seinen Augen nicht trauen. Das ganze Gold, die Juwelen und die Münzen, die die Räuber gestohlen hatten, lagen überall in großen Haufen herum. Er war so erstaunt. Ach du meine Güte! Also hier bewahren sie all die gestohlenen Sachen auf. Was für ein großer Schatz. Gott weiß, woher sie all dies gestohlen haben. Wie dem auch sei, ich werde einen Sack voll mitnehmen und verschwinden, bevor die Räuber zurück sind. Sesam, öffne dich! Er stieg auf seinen Esel und ritt zurück nach Hause. Als er zu Hause ankam, erzählte er seiner Frau alles, was er erlebt hatte. Sie freute sich ungemein über das neue Vermögen, doch sie war auch sehr nervös. Ali, das sind nicht unsere Goldmünzen. Ich denke, wir sollten sie besser vergraben. Lass uns später überlegen, was wir dann mit dem ganzen Gold machen. Du hast recht. Aber ich würde zu gerne wissen, wie viel Gold das ist. Ich auch. Sollen wir es zählen? Einzeln dauert es zu lange. Lass uns meinen Bruder Kasim fragen, ob er uns seine Waage leiht. Dann können wir es wiegen und danach verstecken. Am nächsten Tag ging Ali Babas Frau zu Kasims Haus, um sich die Waage auszuleihen. Guten Morgen. Darf ich mir deine Waage ausleihen? Kasims Frau war sehr neugierig und wollte unbedingt wissen, was sie mit der Waage vorhatten. Also klebte sie, bevor sie Ali Babas Frau die Waage gab, einen Kaugummi unter die Füße. Als die Frau von Ali Baba nach Hause zurückkehrte, gab sie die Waage an Ali Baba und sie fing an, das Gold zu wiegen. Danach vergruben sie es im Garten, wie sie es vereinbart hatten. Am nächsten Tag brachten sie die Waage zurück, ohne zu bemerken, dass eine der goldenen Münzen an einem der Füße kleben geblieben war. Kasim und seine Frau waren beide sehr überrascht, als sie die Goldmünze fanden. Du lieber Himmel, wo hat mein Bruder bloß diese Goldmünzen gefunden? Ich habe keine Ahnung. Ich dachte, sie würden Mehl oder etwas anderes wiegen. Aber sie haben Gold gewogen. Das werde ich herausfinden. Er muss mir die Wahrheit verraten. Da er ein gieriger Mann war, eilte er zu Ali Babas Haus, um herauszufinden, woher die Goldmünzen kamen. Hallo, Ali. Etwas Seltsames ist passiert. Ich habe eine Goldmünze gefunden, die unter der Waage kleben geblieben ist. Du bist nur ein armer Holzfäller. Wo kommt also die Goldmünze her? Ali Baba wollte ihm zunächst nicht antworten, aber da er nicht lügen konnte, erzählte er seinem Bruder alles. Ali Baba wusste von der Neugierde seines Bruders und warnte ihn. Denk nicht daran, dorthin zu gehen. Dies ist nicht unser Gold. Wenn die Räuber den Verlust bemerken, werden sie uns töten. Schon gut, du bist so ein Feigling. Das ist der Grund, warum du immer ein armer Holzfäller bleiben wirst.
Kasim aber liebte Geld und Gold so sehr. Daher ignorierte er die Warnung seines Bruders. Er nahm zwei Esel und eilte zur Höhle, von der ihm Ali Baba erzählt hatte. Sesam, öffne dich! Sofort öffnete sich die Tür. Er war so fasziniert von einem Gold vor ihm, dass er anfing, sich auf dem Haufen von Gold herumzuwälzen. Hurra! Ich bin reich! Ich bin reich! Ich bin reich! Ja! Er belud die Kisten mit Gold und ging zum Ausgang. Aber dort angekommen, konnte er sich nicht mehr an die Zauberworte erinnern. Was mache ich jetzt? War es Reis? Reis, öffne dich, Reis! Nein, nein, Weizen muss es sein. Weizen, öffne dich! Könnte es womöglich Kartoffel gewesen sein? Kartoffel, öffne dich! Jetzt schaffe ich es. Tomate, öffne dich! Oh nein, es will sich einfach nicht öffnen. Was mache ich jetzt? Kasim versuchte, sich verzweifelt an die Zauberwörter zu erinnern. Plötzlich öffnete sich die Tür. Die Räuber kamen zurück. Sofort nahmen sie Kasim gefangen. Wer bist du? Was hast du in unserer Höhle zu suchen? Wie bist du hier reingekommen? Mein Name ist Kasim. Ich bin Ali Babas älterer Bruder. Er erzählte mir von dieser Höhle und schickte mich, um mehr Gold zu holen. Bitte verzeiht, ich bin unschuldig. Ihr solltet statt mich Ali Baba bestrafen. Trotz seiner Anschuldigung fesselte der Anführer der Diebe Kasim mit einem Seil. Nun sag mir, wo ich diesen Ali Baba finde. Eingeschüchtert tat er, was ihm gesagt wurde. Der Anführer der Diebe wollte nicht, dass jemand etwas von ihrer geheimen Höhle erfuhr. Deshalb musste er Ali Baba finden und in der Höhle einsperren. Als Kasim an diesem Tag nicht heimkam, war seine Frau so besorgt, dass sie zu Ali Baba ging und ihm berichtete, dass Kasim nicht nach Hause gekommen war. Sie war sehr besorgt. Ali Baba ahnte, was passiert sein könnte. Kurz bevor er aufbrechen wollte, bemerkte er ein gemaltes Kreuz an seiner Tür. Was ist das für ein Zeichen? Ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich bin gleich zurück. Ali Babas Frau, die eine kluge Frau war, verstand, dass die Diebe ihr Haus markiert hatten. Sie schmiedete einen Plan. So malten sie auf alle Nachbarshäuser, in der Hoffnung, die Räuber so zu verwirren. Dieses Kreuz. Um Mitternacht, als die Diebe kamen, um Ali Baba zu schnappen, stellten sie fest, dass jede einzelne Tür mit einem Kreuz markiert war. Sie wussten somit nicht, welches Ali Babas Haus war. Alle Türen sind markiert. So können wir Ali Babas Haus nicht finden. Wir müssen zurückkehren. Am nächsten Tag fand der Anführer der Diebe genau heraus, wo Ali Baba wohnte. Er versteckte seine Räuber in 40 Fässern und füllte das 41. Fass mit Öl. Er klopfte an Ali Babas Tür. Guten Abend. Ich bin der Ölhändler. Ich komme von sehr weitem hierher. Könnte ich bei Ihnen eine Nacht übernachten? Für Ihre Gastfreundlichkeit überlasse ich Ihnen ein Fass Öl. Da Ali Baba ein gütiger Mann war, wollte er helfen und so ließ er ihn hinein. Sicher, kommt herein. Wir wollten gerade Abendessen. Sie sind herzlich eingeladen, mit uns zu essen. Gemeinsam saßen sie am Tisch. Während Ali Baba und der Anführer der Diebe aßen, kam Ali Babas Frau der Mann verdächtig vor. Daher gingen sie in den Keller und überprüfte die Fässer. Bist du hier drin? Ja, ist es Zeit? Sollen wir rauskommen? Noch nicht. Wartet auf meine Anweisungen. Ali Babas Frau verstand sofort, was los war und eilte in die Küche. Sie erhitzte Öl in einem Topf und goss es auf eins der Fässer. Der Dieb, der in dem Fass steckte, schrie vor Schmerzen auf, als er sich verbrannte und rann aus dem Haus. Alarmiert durch das Geschrei bekamen die anderen Räuber Angst und rannten ebenfalls vor. Nur der Anführer der Räuber blieb ängstlich zurück und gab den Befehl:
Jetzt raus aus den Fässern! Es ist Zeit! Zu seiner Überraschung sah er Ali Babas Frau mit einer Schaufel voller kochendem Öl, die ihm den Weg versperrte. Vor Angst, ihm könnte das Gleiche wie seinen Kameraden passieren, versuchte er zu entkommen. Ali Baba und sein Sohn nahmen ihn gefangen und fesselten ihn mit einem Seil. So brachten sie ihn zur Polizei. Jetzt konnte er seinen Bruder Kasim befreien. Ali Baba eilte zur Höhle. Sesam, öffne dich! Kasim war überglücklich, seinen Bruder zu sehen. Gott sei Dank! Ab heute interessiere ich mich nicht mehr um Gold oder Münzen. Ich hatte Todesangst. Bring mich bitte hier raus, Ali Baba, bitte! Ich habe dir gesagt, du sollst nicht so viel hinter weltlichen Gegenständen her sein. Das bringt einem nur Ärger. Dank Ali Baba kehrten die Diebe nie in dieses Land zurück. Die Goldmünzen verteilten sie gleichmäßig an alle Anwohner. Ihr Land war mit großem Reichtum gesegnet. Ali Baba und Kasim lebten glücklich und friedlich mit ihren Familien. Eingesperrt. Drückt hier und dann hier auf eurem Handy oder Tablet, ladet das Spiel herunter, um uns zu retten. Wir warten auf euch. Es war einmal in einem fernen Land, da saß eine Ente in ihrem Nest auf ihren Eiern und wartete geduldig darauf, dass ihre 6 Küken schlüpften. Eines Tages bemerkte sie, dass eines der Eier größer war als die anderen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das Entlein, das aus diesem Ei kommt, das schönste Entlein sein wird, das jemals jemand gesehen hat. Obwohl sie sich davon überzeugt hatte, dass alles richtig war, war die Entenmutter immer noch besorgt. Sie hatte noch nie zuvor so ein großes Ei gesehen. Als die kleinen Küken endlich die Eierschalen zerbrachen und eins nach dem anderen schlüpften, war die Freude groß. Alle hatten es geschafft. Nur in dem großen Ei rührte sich nichts. Vielleicht habe ich es nicht genug warm gehalten. Ich werde mich noch eine Weile auf das Ei setzen und sehen, ob es dann schlüpft. Die kleinen Entlein saßen bei ihrer Mutter, während sie das Ei noch einmal warm hielt. Plötzlich knackte es im Ei. Alle schauten gespannt zu und waren überrascht. Zum Vorschein kam ein graues, hässliches Entlein, das keinem seiner Geschwister ähnlich war. Sie starrten ihn ungläubig an. Dieses Entlein sieht den anderen überhaupt nicht ähnlich. Meine anderen Küken sind so niedlich. Warum sieht es nur so anders aus? Mutter Ente war sehr traurig. Sie hoffte jedoch, dass das kleine Küken eines Tages wie seine Geschwister aussehen würde. Aber gleichzeitig ermahnte sie sich, dass es egal war, wie dieses Entlein war. Die Tage vergingen, aber das hässliche Entlein hatte sich nicht verändert. Wenn sie mit ihrer Mutter spazieren gingen und umherirrten, ließen es seine Geschwister immer wieder zurück. Was für ein hässliches Entlein du bist! Du siehst nicht aus wie wir! Geh weg! Wir wollen nicht mit dir spielen! Wir mögen dich nicht! Wir möchten nicht, dass du in unserer Nähe bist! Das hässliche Entlein war am Boden zerstört. Es lief nur noch mit hängendem Kopf herum und sah sehr traurig aus. Eines Tages ging es zum See und während es weinte, sagte es zu sich: Meine Mutter ist sehr traurig und meine Geschwister hassen mich. Warum bin ich nur so hässlich? Ich bin so allein. Niemand mag mich. Als es ins Wasser schaute, sah es sein Spiegelbild. Meine Geschwister haben recht. Ich sehe wirklich seltsam aus. Meine Mutter hat mir nicht einmal einen Kuss gegeben. Ich kann nicht mehr mit ihnen leben. Also entschloss er sich, seine Familie zu verlassen und ging in den Wald, um dort ein neues Leben zu beginnen.
Es ging lange und sehr weit weg. Ab und zu machte es eine kleine Pause und ruhte sich unter einem Baum aus. Wenn es einen Wasserlauf fand, schwamm es auf seiner Reise weiter. Die Tage und Monate vergingen und das Wetter wurde kälter. Das hässliche Entlein zitterte und konnte nicht einmal eine anständige Mahlzeit finden. Es hatte so viel geschneit, dass der ganze Wald weiß war. Das hässliche Entlein konnte kaum noch laufen. Ein Bauernhof. Aufgeregt ging es in den Hühnerstall, aber die Hennen dort wollten es auch nicht. Was bist du für eine Ente? Geh bloß raus aus unserem Hühnerstall! Das hässliche Entlein entdeckte auf dem Hof ein Hundehäuschen. Als es versuchte, hineinzuklettern, fragte ihn ein riesiger Hund. Hey, wohin willst du? Das ist nicht dein Haus. Wer hat gesagt, dass wir Freunde sind? Danach versuchte das hässliche Entlein, in die Scheune zu gelangen. Wir möchten ganz sicher nicht, dass so ein hässliches Entlein wie du sich bei uns aufhält. Dein Gesicht ist so hässlich, da wird ja unsere Milch sauer. Mach, dass du rauskommst. In diesem Moment schaute die Bäuerin aus dem Fenster. Sie hatte Mitleid mit dem hässlichen Entlein, das zitterte und von Ort zu Ort lief und Schutz suchte. Die Frau trocknete es ab und wickelte es in ein sauberes Handtuch und brachte es ins Haus. Sie stellte es dann neben den Kamin, damit es sich aufwärmen konnte. Vielen Dank, dass Sie mich aufgenommen haben. Du wärmst dich jetzt erst einmal auf. Ich hole noch etwas zu essen für dich. Die Bäuerin hatte auch eine Katze. Diese starrte das hässliche Entlein aus der Ferne an. Sie war fürchterlich eifersüchtig, da sich die Bäuerin jetzt um das Entlein kümmerte. Während sich das hässliche Entlein am Kamin aufwärmen wollte, kam die Katze nah an es heran und versuchte es zu kratzen und zu zanken. Das arme, hässliche Entlein musste die Katze ein paar Tage ertragen. Es wollte nur ein wenig Kraft tanken, sich ein wenig ausruhen und etwas essen. Nach ein paar Tagen entschloss sich das Entlein weiterzuziehen. Vielen Dank, dass ich Ihr Gast sein durfte. Aber es wird Zeit für mich weiterzuziehen. Ich möchte Ihnen keinen Ärger bereiten. So machte das hässliche Entlein sich wieder auf die Reise. Der Schnee schmolz und der Frühling kam. Auf seinem Weg fand es einen kleinen See und sprang hinein. Als es so fröhlich umherschwamm, sah es sein Spiegelbild im Wasser. Wer ist das denn? Das bin doch nicht ich, oder? Das letzte Mal, als ich mich sah, war ich ein hässliches Entlein. Oh, und sogar meine Stimme hat sich verändert. Es breitete seine Flügel aus und als es seinen riesigen Schatten im Wasser sah, schrie es freudig aus. Du lieber Himmel, wie groß und schön ich geworden bin. Ich würde gerne wissen, was meine Geschwister und meine Mutter sagen würden, wenn sie mich so sehen würden. Plötzlich schwammen zwei Schwäne, die ihm sehr ähnelten, auf ihn zu. Hallo, herzlich willkommen auf unserem See. Wir sind Schwäne, genau wie du. Hast du dich verlaufen? Du kannst gerne bei uns bleiben. Du bist ja einer von uns. Endlich wusste das hässliche Entlein die Wahrheit. Es stellte sich heraus, dass sein Ei versehentlich in das Nest seiner Mutter gerollt war. So beschloss es, bei seiner eigenen Art zu bleiben. Es freute sich sehr. Es schwamm in den ruhigen Gewässern des Sees und bewunderte seine Schönheit. Doch egal wie glücklich es hier war, das hässliche Entlein konnte seine Mutter nicht vergessen. Im Laufe der Zeit dachte es immer mehr, dass es nie hätte gehen sollen. Ich war in einem Schwanenei, das versehentlich in die Eier meiner Mutter gerollt ist. Meine Mutter hat mich nie verlassen und mich genauso warm gehalten wie die anderen. So konnte ich, wie meine Geschwister, geborgen aus dem Ei schlüpfen. Ich verdanke ihr mein Leben. Das hässliche Entlein erzählte die Geschichte seinen Schwanenfreunden.
Es dankte ihnen für alles, verabschiedete sich und ging zurück zu dem Hof, wo es geboren wurde. Als es ankam, rannte es zu seiner Mutter und seinen Geschwistern. Erkennt ihr mich nicht? Ich bin das hässliche Entlein. Aber eigentlich bin ich ein Schwan. Ich habe mich in einen Schwan verwandelt. Wie sehe ich aus? Seine Mutter war geschockt, aber glücklich, ihren Sohn wiederzusehen. Willkommen zu Hause. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Es tut mir so leid, dass wir dich so verletzt haben, mein Sohn. Auch seine Geschwister schämten sich. Wir haben dich nach deinem Aussehen verurteilt. Kannst du uns verzeihen? Wir haben dein Herz gebrochen. So einen Fehler werden wir nie mehr machen. Kommt schon, lasst uns schwimmen gehen, wie in den guten alten Zeiten. Sie sprangen alle freudig ins Wasser. Vorneweg schwamm Mutter Ente und dann folgten ihr ihre Entenkinder. Am Ende schwamm der wunderhübsche weiße Schwan, das hässliche Entlein. So schwammen sie alle zusammen und lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Es war einmal eine arme Witwe, die mit ihrem Sohn Hans in einem Dorf lebte. Hans war sehr faul und half nie seiner Mutter bei der Arbeit. Er gab sich auch keine Mühe, etwas Geld zu verdienen. Obwohl er ein sehr schlauer Junge war, war er nutzlos. Hans, wach auf! Du musst zum Markt gehen und unsere letzte Kuh verkaufen. Nachdem der Vater gestorben war und Hans nie gearbeitet hatte, blieben ihnen als einzige Einkommensquelle der Verkauf ihrer Kühe. Es tut mir leid, mein Milchmädchen, aber wir müssen dich leider verkaufen. Wir haben nichts mehr zu essen. Auf dem Weg zum Markt begegnete Hans einer seltsamen Frau. Guten Morgen, junger Mann. Wohin gehst du? Ich gehe zum Markt und verkaufe unsere Kuh. Mach dir keine Mühe, dorthin zu gehen. Wir können ja tauschen. Du gibst mir deine Kuh und ich gebe dir dafür einige von meinen magischen Bohnen. Was sagst du? Hans wollte nicht darauf eingehen, aber die Frau gab nicht nach. Schau, das sind magische Bohnen. Sie werden dich reich machen. Bist du sicher, dass du sie nicht willst? Was? Reich hast du gesagt? Abgemacht, ich nehme sie. Hans gab der Frau die Kuh, nahm die Bohnen und machte sich auf den Weg nach Hause. Mutter, Mutter! Schau her! Ich habe die Kuh verkauft und jetzt haben wir magische Bohnen. Und dazu musste ich noch nicht mal auf den Markt gehen. Seine arme Mutter fiel fast in Ohnmacht, als sie dies hörte. Sie konnte es nicht glauben. Was? Wie konntest du das machen, Hans? Ich habe dich nur um diese eine Sache gebeten und noch nicht einmal das konntest du tun. Geh auf dein Zimmer, jetzt! Hans war sehr wütend und verärgert. Er warf die Bohnen, die er in der Hand hatte, in den Garten. Hans erkannte, dass man ihn hereingelegt hatte. Er war traurig und hungrig. Er konnte nicht einmal schlafen. Er bedauerte nicht, das getan zu haben, was seine Mutter ihm gesagt hatte. Am Morgen schaute der junge Mann aus dem Fenster und sah eine Pflanze, die rasant wuchs. Es war eine riesige Bohnenranke, die zum Himmel wuchs. Was ist das? Das ist eine Bohnenranke. Ich schätze, die alte Dame hat die Wahrheit gesagt. Die Bohnen sind magisch. Wir werden reich sein. Reich! Er ging sofort in den Garten und begann, die riesen Bohnenranke hinaufzuklettern. Er kletterte weiter und weiter. Es schien, als würde die Pflanze kein Ende haben. Die Bohnenranke reichte bis zu den Wolken. Als er in den Wolken ankam, tauchte ein riesiges Haus vor ihm auf. Ah,
Alles war dort so groß, dass sogar für Hans das Gras um das Haus herum aussah wie ein Baum. Hans klopfte an der Tür des riesigen Hauses. Eine unglaublich große Frau öffnete die Tür. Ich bin sehr hungrig und schrecklich müde. Habt ihr etwas zu essen für mich? Der riesigen Frau tat der kleine Junge leid. Komm herein, aber du musst mit dem Essen fertig sein, bevor mein Mann nach Hause kommt. Er hasst Kinder und er wird dir wehtun. Hans setzte sich sofort an den Tisch und als er aß, hörte er plötzlich eine laute und furchterregende Stimme. Fee, fa, fo, fum. Hier riecht es nach Kindern. Der Geruch hat mir den Appetit verdorben. Das mag ich nicht. Wo ist er? Der Mann der Riesenfrau sah furchterregend aus und der Boden bebte bei jedem seiner Schritte. Beeil dich, versteck dich im Ofen, da kann er dich nicht sehen. Erschrocken versteckte sich Hans schnell im Ofen. Als der Riese Hans nicht finden konnte, setzte er sich an den Tisch und aß sein Abendessen. Dann ging er auf sein Zimmer und hielt ein kleines Nickerchen. Ich zähle und zähle und bin immer noch nicht fertig, redete er weiter. Hans bemerkte, dass der Riese fort war. Kurz bevor er sich verabschieden wollte, fiel ihm ein Beutel voll Gold auf dem Tisch auf. Das meinte also der Riese, als er sagte, ich zähle und zähle und bin immer noch nicht fertig. Ich muss das sofort Mutter mitbringen. Hans schnappte sich den Beutel mit Gold, der für ihn eher ein Sack war, und rutschte die Bohnenranke hinunter. Mutter, schau, wie viel Gold ich dir mitgebracht habe. Wir sind nicht mehr arm. Sohn, woher hast du das? Ich hoffe, du hast nichts Unrechtes getan. Hans konnte seiner Mutter von seiner Unschuld überzeugen und sie war erleichtert. Nach einiger Zeit dachte Hans nicht mehr an das Haus am Ende der Bohnenranke. Ich frage mich, was wohl passiert, wenn ich noch einmal hinaufgehe. Ich kenne mich ja jetzt dort aus. Eines Tages konnte er nicht widerstehen und kletterte die Bohnenranke hinauf. Oben angekommen, ging er zum Haus des Riesen. Die Frau des Riesen war eine sehr nette Frau und ließ ihn abermals hinein. Es dauerte nicht lange, da kehrte der Riese nach Hause zurück. Als Hans seine polternden Schritte hörte, versteckte er sich im Ofen. Der Riese kam fröhlich ins Haus, doch seine Stimmung änderte sich schlagartig. Er wurde wütend und knurrte. Fie-fa-fo-fum. Hier riecht es schon wieder nach Kindern. Du weißt doch, wie sehr ich sie hasse. Ich weiß ganz genau, dass heute hier ein Kind war. Wer ist es? Hier riecht es nur nach dem Essen, was ich koche und nach nichts anderem. Und es war auch niemand hier. Setz dich, ich mache dir etwas zu essen. Du musst sehr hungrig sein. Der Riese aß, bis er vollkommen satt war. Bevor er in sein Zimmer ging, bat er seine Frau, ihm die Gans, die goldene Eier legte, zu bringen. Seine Frau brachte sie und stellte sie auf den Tisch. Ich wünsche mir von dir ein goldenes Ei. Goldenes Ei! Die Gans legte jedes Mal ein goldenes Ei und der Riese legte sie in einen Korb. Sobald der Riese in sein Zimmer gegangen war, schnappte sich Hans, der alles durch die Löcher im Ofen beobachtet hatte, die Gans und rutschte die Bohnenranke hinab nach Hause. So verging die Zeit. Hans und seine Mutter waren nun sehr reich. Jedoch wollte Hans immer noch nicht arbeiten. Er konnte einfach nicht aufhören, an die Riesen und ihr Gold zu denken.
Ich werde noch ein einziges Mal hinaufgehen, aber ich muss sehr vorsichtig sein. Er kletterte die Bohnenranke hinauf und schlich sich ins Haus, ohne dass die Frau des Riesen ihn bemerkte. Als der Riese das Haus betrat, versteckte er sich sofort im Ofen. Fie-fa-fo-fum. Wo kommt nur dieser Kindergestank her? Ich hasse diesen Geruch. Die Frau des Riesen, die Hans nicht gesehen hatte, sagte dem Riesen. Jedes Mal schreist du, wenn du glaubst, du riechst ein Kind. Du kannst überall nachsehen. Dann wirst du ja sehen, dass niemand hier ist. Der Riese und seine Frau durchsuchten das ganze Haus, aber sie fanden Hans nicht. Er hatte sich zu gut versteckt. Nachdem der Riese sein Mahl beendet hatte, rief er nach seiner Frau. Kannst du mir bitte meine goldene Harfe bringen? Nachdem die Frau die Harfe auf den Tisch gestellt hatte, begann die Harfe sofort eine wundervolle Melodie zu spielen. Der Riese, der absolut satt war, schlief umgehend ein. Als Hans sah, dass der Riese eingeschlafen war, schnappte er sich die Harfe und wollte wegrennen. Doch die magische Harfe fing an zu schreien. Hörte die Rufe der Harfe und wachte auf. Er rannte hinter Hans her und wollte ihn fangen. Hans hatte wirklich Angst. Du bist es also, der mein Gold und meine Gans gestohlen hat. Ich werde dich fangen und dich bis an dein Lebensende einsperren. Hans rannte, die Harfe fest umklammernd, so schnell er konnte, sprang und rutschte die Bohnenranke hinab. Der Riese, der ihm wegen seiner Größe nicht folgen konnte, war sehr verärgert. Nachdem Hans die Bohnenranke hinabgerutscht war und im Garten ankam, fällte er die Bohnenranke. Diese flog mit dem Riesen weit weg. Nun war Hans vom Riesen befreit. Er wunderte sich zwar über den Ort, an dem die Riesen lebten, aber er würde nie mehr dorthin zurückkehren. Er war gerade so mit seinem Leben davongekommen. Dann rannte er direkt zu seiner Mutter. Mutter, was ich getan habe, war nicht richtig. Du hast mich gewarnt, aber ich habe nicht auf dich gehört. Ab jetzt werde ich nie mehr die Sachen von anderen nehmen, ohne sie zu fragen. Ich habe meine Lektion gelernt. Ich werde nie mehr faul sein. Ich werde mir Arbeit suchen und so hart arbeiten, dass ich für dich sorgen kann. Oh, mein lieber Sohn, ich bin so glücklich. Nachdem Hans sich dazu entschieden hatte, legte die Gans, die goldene Eier legte, von nun an normale Eier. Hans lernte, auf der goldenen Harfe zu spielen, denn diese spielte von nun an nicht mehr selbstständig. Von diesem Tag an lebten Hans und seine Mutter ein glückliches und friedliches Leben. Hans verdiente sein eigenes Geld als Bauer. Er versorgte seine Mutter. Für ihn war es die beste Arbeit, die es gab, denn er wusste genau, was er zu tun hat. Hallo Leute, hilft uns! Der Wolf hat uns in Luftballons eingesperrt. Drückt hier und dann hier auf eurem Handy oder Tablet, ladet das Spiel herunter, um uns zu retten. Wir warten auf euch. Es war einmal in einem fernen Wald. Dort lebte eine Bärenfamilie. Vater, Mutter und Babybär. Das Lieblingsessen der Bärenfamilie war Haferbrei. Mutterbär kochte fast jeden Tag zum Frühstück daraus einen leckeren Brei. Er war warm und schmeckte gut. Mama, Mama, ich hab Hunger. Kannst du mir meinen Haferbrei geben? Ja, sofort, mein Schatz. Aber es ist sehr heiß. Du musst einen Moment warten, bis du ihn essen kannst. Oder du wirst dir deine Zunge verbrennen. In Ordnung, Mama. Dann lass uns ein bisschen spazieren gehen. Wir können essen, wenn wir zurück sind. Das Wetter ist so schön. Was meinst du? Das ist eine gute Idee. Lass uns eine Runde spazieren gehen. Mama, Papa,
Denkt ihr, dass wir auch ein bisschen Honig finden? Bestimmt, warum nicht? Na dann, auf geht es, Mirna! So machte sich die Bärenfamilie auf zu einem Spaziergang. Auf der anderen Seite des Waldes lebte ein Mädchen mit dem Namen Goldlöckchen mit ihrer Familie. Goldlöckchen hatte wunderschöne goldene Locken. Das kleine Mädchen liebte den Wald und die Eichhörnchen und Kaninchen waren ihre Freunde. Da ihre Eltern sie gewarnt hatten, nicht so weit in den Wald zu gehen, spielte sie in der Nähe ihres Hauses. Ihre goldenen Locken hüpften, während sie den Kaninchen und Schmetterlingen hinterherjagte. Ihre langen, lockigen Haare waren wirklich schön. Eines Tages bat Goldlöckchen ihre Mutter um Erlaubnis, in den Wald zu gehen. Mama, das Wetter ist heute so schön. Kann ich ein wenig durch den Wald spazieren gehen? In Ordnung, mein Schatz. Aber geh nicht so weit und pass auf, dass du auf dem Weg bleibst. Ach ja, da sind ein paar wilde Erdbeeren auf dem Weg. Kannst du für mich ein paar sammeln, dann kann ich für dich Marmelade kochen. Lecker! Ich liebe diese Marmelade! Mit einem Korb in der Hand machte sich Goldlöckchen auf den Weg. Während sie fröhlich herumhüpfte, tanzten ihre Locken auf ihrem Rücken. Sie liebte dieses Gefühl. Als sie bei den wilden Erdbeeren ankam, begann sie, die Erdbeeren zu pflücken, während sie gleichzeitig welche aß. Was kann schon passieren, wenn ich ein bisschen weiter in den Wald hineingehe? Wenn ich nicht zu weit gehe, werde ich mich schon nicht verspäten. So ging Goldlöckchen Schritt für Schritt immer tiefer in den Wald hinein. Ihre Hasenfreunde begleiteten sie, hüpften um sie herum, während Goldlöckchen sang. Bäche, Flüsse, Meere und Himmel. Ich wünschte, ich hätte Flügel, damit ich fliegen könnte. Bäche, Flüsse, Meere und Himmel. Ich wünschte, ich hätte Flügel, damit ich fliegen könnte. La 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 la. Nach einer Weile bemerkte sie, dass sie sich verlaufen hatte. Sie war sehr verängstigt und machte sich große Sorgen. Plötzlich bemerkte sie ein kleines Häuschen. Ich frag mich, wem dieses Haus gehört. Sie ging zur Tür und klopfte. Ist jemand hier? Hallo? Irgendjemand? Ich glaube, es ist niemand zu Hause. Ich bin so müde und hungrig. Ich werde hineingehen und mich etwas ausruhen und werde die Bewohner um Hilfe bitten, wenn sie nach Hause kommen. Goldlöckchen drückte gegen die Tür. Als sie sich öffnete, ging sie hinein. Das ist ja ein niedliches Haus und es riecht so lecker hier. Oh, ich bin so hungrig. Der Duft kam von drei Tellern voll mit heißem Haferbrei auf dem Tisch. Der größte Teller gehörte Vater Bär, der mittlere Mutter Bär und der kleinste war der Teller von Baby Bär. Goldlöckchen nahm einen Löffel voll vom größten Teller und verbrannte sich den Mund. Oh, ist das heiß? Dann probierte sie den Haferbrei von Mutter Bär. Oh, der ist auch so heiß. Den kann ich nicht essen. Dann probierte sie den Haferbrei von Baby Bär. Er war warm und lecker. Das ist es. Genau richtig für mich. Sie aß alles in einem großen Bissen. Anschließend spazierte sie durch das Häuschen und sah drei Stühle in einer Ecke. Es gab drei verschiedene Größen. Als Goldlöckchen sich in den größten setzte, stellte sie fest, dass er sehr hart und unbequem war. Oh, der ist aber hart und sehr ungemütlich. Danach probierte sie den Stuhl von Mutterbär. Er war mittelgroß und etwas weicher. Nein, den mag ich auch nicht. Sie sah den Stuhl von Babybär und dieser gefiel ihr so sehr, dass sie so schnell sie konnte in den Stuhl hüpfte.
Dieser brach zusammen und Goldlöckchen plumpste auf den Boden. Aua! Ich hab mir fast das Bein gebrochen. Was ist das denn für ein Stuhl? Das tut weh. Sie war schrecklich müde, daher suchte sie einen Platz, um sich auszuruhen. Im nächsten Raum fand sie drei Betten. Das ist großartig. Ich werde mich mal kurz ausruhen. Goldlöckchen kletterte in das größte Bett. Oh, das fühlt sich an, als ob ich auf dem Weg in den Himmel wäre. Das ist mir ein wenig zu hoch. Lass mich das mittlere Bett probieren. Das Bett von Mutter Bär war so weich, dass sie darin versank, als sie sich hineinlegte. Das ist mir auch zu unbequem. Wie kann man nur in diesem Bett schlafen? Ich frage mich wirklich, wer hier wohnt. Ich hoffe, dass sie bald kommen, damit ich mich für das unerlaubte Betreten ihres Hauses und für die Sachen, die ich kaputt gemacht habe, entschuldigen kann. Das dritte Bett gehörte Babybär und war genau richtig für Goldlöckchen. Oh, das ist ja bequem. Das ist wie für mich gemacht. Ich werde ein kurzes Nickerchen machen. Ich hoffe, dass die Bewohner nach Hause kommen, bevor es dunkel wird. Vielleicht helfen sie mir auch, den Weg nach Hause zu finden. Sie schlief sofort ein. In dem Moment kam die Bärenfamilie nach Hause. Der Vater kam herein. Und erschrak, als er den Tisch sah. Jemand hat einen Löffel in meinem Haferbrei gesteckt. Ah, in meinem steckt ein Löffel. Oh nein, jemand hat meinen ganzen Haferbrei aufgegessen. Was soll ich jetzt essen? Ich habe so einen Hunger. Sei nicht traurig, mein Schatz. Dein Vater und ich werden mit dir teilen. Der kleine Bär wollte sich gerade in seinen Stuhl setzen, da bemerkte er, dass er kaputt war. Er begann zu weinen. Jemand hat meinen Stuhl kaputt gemacht. Wo soll ich jetzt sitzen? Vater Bär wusste, dass etwas Seltsames vor sich ging. Das ist nicht richtig. Ich möchte wissen, wer in unserem Haus war. Lass uns im anderen Zimmer nachsehen. Sie gingen alle ins Nachbarzimmer und sahen Goldlöckchen in Babybärs Bett schlafen. Da schläft ein Mädchen in meinem Bett. Mama, Mama, weck sie auf, jetzt! Goldlöckchen hörte das Weinen des Babys und öffnete sofort die Augen. Oh, meine Liebe, du bist so hübsch. Als Goldlöckchen die drei Bären vor sich stehen sah, war sie so erschrocken, dass sie aus dem Bett sprang und nach draußen in den Wald lief. Sie hat bestimmt gedacht, wir wollen ihr wehtun. Schau, sie hat ihren Korb voll mit wilden Erdbeeren vergessen. Armes Mädchen. Goldlöckchen rannte so schnell sie konnte und fand den Weg zurück nach Hause. Dort angekommen, hämmerte sie weinend wie wild gegen die Tür. Goldlöckchens Mutter hörte ihre Stimme und öffnete die Tür. Wo warst du, Goldlöckchen? Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was ist dir zugestoßen? Goldlöckchen erzählte ihrer Mutter, was passiert war. Mama, es tut mir so leid. Ich werde ab jetzt immer artig sein. Ihre Mutter küsste sie und versuchte, sie zu beruhigen. Goldlöckchen konnte nicht aufhören zu weinen und sich zu entschuldigen. Du brauchst keine Angst mehr zu haben. Jetzt bist du zu Hause und in Sicherheit. Oh nein, ich habe vergessen, mich bei der Bärenfamilie zu entschuldigen. Aber ich hatte so fürchterliche Angst. Das war das erste Mal, dass ich Bären so nahe gewesen bin. Keine Angst, Liebes. Ich wette, sie wissen, dass du aus Angst fortgelaufen bist. Ab jetzt gehst du nicht mehr so weit weg von zu Hause. In Ordnung, Mama. Versprochen. Es war einmal in einem fernen Land. Dort lebte ein König. Dessen jüngste Tochter war sehr schön. Ihr Vater liebte sie über alles. An ihrem Geburtstag überreichte er ihr einen goldenen Ball als Geschenk.
Vielen Dank, Vater. Ich liebe ihn. Aber weißt du, was merkwürdig ist? Gestern Nacht träumte ich, dass mir ein sehr hübscher Prinz den gleichen Ball als Geschenk gab. Der König streichelte liebevoll über die Haare seiner Tochter. Eines Tages wirst du ganz sicher heiraten, mein schönes Kind. Wer weiß, vielleicht heiratest du sogar den Prinzen aus deinem Traum. Die Prinzessin nahm den goldenen Ball und lief in den Schlossgarten, um zu spielen. Sie warf den Ball in die Luft, aber als sie ihn fangen wollte, rutschte ihr der Ball aus den Händen und rollte ins hohe Gras am Teich. Die Prinzessin konnte den Ball nicht finden und fing an zu weinen. Wie tollpatschig von mir! Wie konnte ich ihn nur verlieren? Was soll ich Vater sagen? Plötzlich hörte sie ein Geräusch. Quack, quack! Bitte weine nicht! Ich kann es nicht ertragen, wenn Mädchen weinen. Komm her! Was ist denn das? Woher kommt das Geräusch? Vor ihr erschien ein grüner Frosch. Die Prinzessin schaute ihn erstaunt an. Sie hatte noch nie einen sprechenden Frosch gesehen. Ein sprechender Frosch? Aber wie? Ich bin ein ganz besonderer Frosch. Wenn du möchtest, kann ich dir helfen, meine liebe Prinzessin. Ich kann in den Teich springen und dir deine goldene Kugel herausholen. Oh, danke. Mein Vater wird dir im Gegenzug sicherlich alles geben, was du willst. Bitte bring sie mir zurück. Nein, ich will nichts vom König. Ich möchte nur, dass wir Freunde sind. Erst wenn du damit einverstanden bist, hole ich dir den Ball. Wie sollte das möglich sein? Du und ich, wie könnten wir Freunde sein? Nun, wir werden gemeinsam essen, zusammen schlafen, gemeinsam im Garten spazieren gehen, mit deiner goldenen Kugel spielen. Ach, und du wirst für mich singen. Ich habe gehört, du hast eine wunderbare Stimme. Der hilflosen Prinzessin blieb nichts anderes übrig, als sein Angebot anzunehmen. Abgemacht, was auch immer du willst, solange du mir meinen goldenen Ball bringst. Wenn ich ihn nur irgendwie austricksen könnte. So ein kleiner Frosch kann mich doch nicht dazu bringen, etwas zu machen, was ich nicht will. Der Frosch sprang ins Wasser, holte den goldenen Ball und warf ihn der Prinzessin zu. Die Prinzessin fing ihn, drehte sich um und lief zum Palast. Auf den Frosch wollte sie nicht warten. Der Frosch stand da und starrte der Prinzessin hinterher, als sie weglief. Am nächsten Tag, als die Prinzessin mit ihrem Vater frühstückte, kam der Frosch durch eine der offenen Türen und sprang auf den Tisch. Guten Morgen, Ihre Majestät. Guten Morgen, Prinzessin. Ich hoffe, du wirst dein Versprechen halten, meine Prinzessin. Ich bin gekommen, um mit dir zu frühstücken. Der Frosch spricht? Was ist hier los, Liebling? Von welchem Versprechen spricht dieser Frosch? Ja, Vater, es ist ein sprechender Frosch. Ich war auch überrascht, als ich ihn gestern am Teich sah. Der goldene Ball, den du mir geschenkt hast, fiel in den Teich. Dieser Frosch hat ihn für mich herausgeholt. In der Tat, Ihre Majestät. Im Gegenzug versprach mir die Prinzessin, mein Freund zu sein. Deshalb bin ich hier. Bitte verzeiht mir. Dann solltest du dein Wort halten, mein Liebling. Sofort wurde ein weiteres Gedeck auf den Tisch gelegt und sie frühstückten gemeinsam. Ui, eklig! Mir wird schlecht. Die Prinzessin fühlte sich machtlos, da sie ihrem Vater nicht widersprechen wollte. Am Abend sprang der Frosch auf das Kissen neben ihr und sie schliefen gemeinsam. Natürlich konnte die Prinzessin nicht schlafen. Sie hatte sich bis zum Morgen an das andere Ende des Bettes gelegt, da sie auf keinen Fall in der Nähe des Frosches sein wollte. So vergingen einige Tage. Der Frosch folgte der Prinzessin, wohin sie auch ging. Der kleine Frosch kannte auch viele Märchen. Am Abend erzählte er der Prinzessin Geschichten. Und tagsüber, während sie im Garten spazieren gingen, steckte er ihr die Blumen, die er gepflückt hatte, in die Haare.
Nach einiger Zeit hatte sich die Prinzessin so sehr an den Frosch gewöhnt, dass sie ihn vermisste, wenn er nicht in ihrer Nähe war. Sie begann sich in ihn zu verlieben. Eines Nachts sagte der Frosch: Heute Abend bist du an der Reihe, mir ein Märchen zu erzählen und mir ein Schlaflied zu singen. Meine Mutter hat mir immer Wiegelieder gesungen. Die Prinzessin nahm den Frosch in die Hand und begann in ihrer melodiösen Stimme ein Schlaflied zu singen. Ein paar Tränen kullerten dem Frosch aus den Augen. Als die Prinzessin sah, wie traurig ihr Freund war, gab sie ihm einen Kuss auf die Wange. Plötzlich verwandelte sich der Frosch in einen hübschen jungen Mann. Der Prinz stand auf und erzählte der Prinzessin, wer er wirklich war und was ihm widerfahren war. Eine böse Hexe verwandelte mich in einen Frosch. Die einzige Möglichkeit, den Fluch zu brechen, war, wenn mich ein schönes Mädchen küsst. Dank dir ist dieser Fluch nun gebrochen. Prinzessin, willst du mich heiraten? Die Prinzessin versuchte schockiert zu verstehen, was gerade geschehen war. Dann erkannte sie, dass er der Prinz war, der ihr in ihrem Traum den goldenen Ball geschenkt hatte. Ich kann's nicht glauben, natürlich. Lass uns meinem Vater alles erzählen. Sie gingen sofort zum König und berichteten ihm, was passiert war. Der König war zwar ebenfalls schockiert, aber er war auch sehr glücklich, dass seine schöne Tochter den Prinzen ihrer Träume heiraten wollte. Die Prinzessin und der Prinz lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Hallo Leute, hilft uns! Der Wolf hat uns in Luftballons eingesperrt. Drückt hier und dann hier auf eurem Handy oder Tablet, ladet das Spiel herunter, um uns zu retten. Wir warten auf euch. Es war eine sehr kalte und verschneite Silvesternacht. Alle Menschen auf der Straße beeilten sich, zu ihren Familien oder in ihr warmes Zuhause zu kommen. Die dicken Mäntel und Schals schützten sie vor der eisigen Kälte. An der Straßenecke stand ein kleines Mädchen. Ihr Kleid war zerrissen und sie trug keinen Mantel, Schal oder Handschuhe. Bei diesem bitterkalten Wetter zitterte das Mädchen, während sie versuchte, mit kleinen Schritten in den unbequemen Hausschuhen zu laufen. Sie war sehr schüchtern und unglaublich dünn, aber trotzdem war sie sehr hübsch. Sie trug einen Bauchladen mit einem Gurt um den Hals vor sich, in dem viele Streichholzschachteln lagen. Sie war das Streichholzmädchen, das immer versuchte, auf der Straße Streichhölzer zu verkaufen. Während sich das kleine Mädchen in dieser eiskalten, verschneiten Nacht versuchte, durch den Schnee zu kämpfen, rissen plötzlich ihre Schlappen entzwei. Sie fing an zu weinen und ihre Tränen vermischten sich mit dem Schnee. Was mache ich denn jetzt? Wie soll ich nur barfuß durch den hohen Schnee kommen? Hoffnungslos ging sie weiter. Sie war jetzt ein barfüßiges Streichholzmädchen. Sie konnte nicht nach Hause gehen, ohne dass sie auch nur ein Streichholzpäckchen verkauft hatte. Streichhölzer! Streichhölzer! Möchten Sie vielleicht welche kaufen? Sie suchte Schutz in einer Ecke, setzte sich auf den Boden und versteckte ihre Füße unter ihrem Kleid. Möchte denn niemand Streichhölzer kaufen? Ihre Stimme war kaum hörbar und sie hatte immer noch kein einziges Streichholzpäckchen verkauft.
Lieber Gott, bitte lass mich etwas verkaufen. Ich muss doch Geld verdienen, damit ich meiner Mutter eine Suppe und meiner Großmutter ihre Medizin kaufen kann. Der Wind blies ihr Schnee in die Augen und bedeckte ihre Haare. Ihr war in der Ecke fürchterlich kalt. Möchte denn niemand Streichhölzer kaufen? Es kamen nur noch wenige Leute vorbei, weil es wirklich spät war. Das Streichholzmädchen lief weiter, aber ihre Stimme war schwach. Streichholzer! Hier! Ich habe Streichholzer! Ihre eiskalten Finger fingen an zu schmerzen. Wenn ich mich ein bisschen aufwärmen könnte, könnte ich ein bisschen länger bleiben. Ich werde ein Streichholz anzünden, dann wird mir wärmer. Mit ihren kalten Fingern war sie nicht in der Lage, die Schachtel festzuhalten. Aber sie schaffte es, ein Streichholz zu entzünden. Die kleine Flamme vom Streichholz fühlte sich so schön warm an in ihren eingefrorenen Fingern. Sie fühlte sich direkt viel besser. Sie schloss die Augen und fing an zu träumen. Jetzt sitze ich in einem Raum. Ich wärme meine Hände und Füße am Ofen auf. Außerdem habe ich einen dicken warmen Schal um meine Schulter. Die kleine Flamme vom Streichholz hatte ihr den Traum geschenkt. Aber als die Flamme erlosch, war ihr wieder kalt. Sie entzündete ein neues Streichholz. Sie dachte, dies sei ein schönes Spiel. Dieses Mal träumte sie von einem warmen Frühlingstag. Sie lag auf einer Wiese voller Gänseblümchen und floch sich eine Krone daraus. Die Sonne strahlte herrlich und wärmte sie. Ich werde noch ein paar weitere sammeln und mit nach Hause nehmen. Als sie sich selbst beim Blumenpflücken zusah, ging das Streichholz wieder aus. Sie zündete ein neues an und noch eins und noch eins. Die Träume nahmen kein Ende. Jetzt sehe ich einen wundervollen gedeckten Tisch mit so tollen Leckereien vor mir. Oh, ich bin so hungrig. Als erstes werde ich die Suppe essen, dann ein bisschen Hühnchen und Schokolade. Oh, da ist ja auch noch Brot. Sie träumte und tat so, als würde sie all die Leckereien essen. Nachdem sie so viele Streichhölzer angezündet hatte, bemerkte sie, dass es aufgehört hatte zu schneien. Die Sterne strahlten hell am Himmel. Sie schaute hoch und eine Sternschnuppe flog vorbei. Schnell wünschte sie sich etwas, denn ihre Großmutter hatte ihr gesagt, wann immer du eine Sternschnuppe siehst und dir etwas wünschst, wird dein Wunsch in Erfüllung gehen. Lieber Gott, mögen all meine Wünsche in Erfüllung gehen. Eingerollt in der Ecke schlief sie ein. Doch tatsächlich fror ihr Körper ein. Das Streichholzmädchen öffnete in einem warmen und weichen Bett die Augen. Im Ofen brannte ein Feuer. Guten Morgen, kleines Mädchen. Wie geht es dir? Eine freundliche alte Dame saß ihr gegenüber und lächelte sie an. Sie setzte sich auf und saß nun im Bett. Guten Morgen. Träume ich? Ist das echt? Wer sind Sie? Wo bin ich?
Als ich gestern Abend nach Hause fuhr, sah ich dich an der Ecke. Eine Frau saß neben dir und weinte bitterlich. Ich ging zu ihr und sie sagte mir, sie sei deine Mutter. Dann sind wir gemeinsam zu mir nach Hause gegangen. Meine Mutter? Oh, ich denke, sie war ärgerlich und kam, um nach mir zu sehen, da ich mich so verspätet hatte. Wir brachten dich in mein Haus. Dein Körper war so kalt, dass wir den Doktor rufen mussten. Danke Gott, dass es noch nicht zu spät war. Vielen Dank, meine Dame. Aber wo ist meine Mutter? Ich habe eine Überraschung für dich. Deine Mutter und deine Großmutter werden in Kürze hier sein. Oh, da freue ich mich aber. Ich mich auch, kleines Mädchen. Mein Haus ist so groß und ich bin so alleine. Ich habe mit deiner Mutter schon alles besprochen. Ihr werdet ab jetzt alle mit mir hier zusammenwohnen. Deine Mutter wird mir bei der Hausarbeit helfen. Deine Großmutter und ich werden Freunde und Zeit miteinander verbringen. Großmutter hatte recht. Wenn man eine Sternschnuppe sieht und sich etwas wünscht, gehen die Wünsche in Erfüllung. Du bist ein gutes Kind. Letzte Nacht hast du gekämpft und hast in einer schweren Nacht versucht, etwas Geld zu verdienen. Du hast nicht aufgegeben. Die Menschen sollten trotz aller Schwierigkeiten durchhalten und die Hoffnung nicht aufgeben. Großmutter sagt immer, das Leben ist voller Überraschungen. Natürlich wirst du sofort zur Schule gehen. Du hast es verdient, glücklich zu sein. Ich denke, es gibt immer noch sehr nette Leute auf der Welt. Ab diesem Tag war dem Streichholzmädchen nie mehr kalt und sie lebte glücklich bis an ihr Lebensende. Es war einmal in einem fernen Land, da lebte die Familie Stahlbaum. Ihre Tochter hieß Clara und ihr Sohn hieß Fritz. In der Weihnachtsnacht war Clara so aufgeregt, dass sie nicht einschlafen konnte. Sie wartete gespannt auf den nächsten Tag. Die Zeit verging so langsam. Lieber Gott, bitte lass es morgen Abend schneien. Und lass mich ein sehr schönes Weihnachtsgeschenk bekommen. Am Weihnachtsmorgen schmückten sie das gesamte Haus und natürlich auch die Tanne im Wohnzimmer. Als Clara am Morgen aufwachte, konnte sie ihren Augen nicht trauen. Ihre Gebete waren erhört worden. Es hatte die ganze Nacht geschneit. Alles war mit Schnee bedeckt. So schauten Bruder und Schwester aus dem Fenster und beobachteten, wie es schneite und warteten darauf, dass ihr Onkel ankam. Endlich erblickten sie Onkel Drosselmeier am Ende der Straße. Man konnte sogar schon von Weitem sehen, dass er eine große Tasche mit Geschenken dabei hatte. Er kommt, Mutter! Onkel Drosselmeier kommt! Und er hat eine riesige Tasche dabei! Ich bin sicher, dass unsere Geschenke in dieser Tasche sind. Schnell, öffnet die Tür. Draußen ist es kalt, er muss frieren. Freudestrahlend begrüßten ihn die Kinder. Herzlich willkommen, Onkel Drosselmeier. Willkommen, Onkel. Hallo, Kinder. Der alte Mann nahm sofort am Kamin Platz, um sich aufzuwärmen. Onkel, kannst du mir nicht jetzt mein Geschenk geben, bitte? Ich bin so aufgeregt, ich kann nicht mehr warten. Mir auch, bitte, Onkel. schon gut, dann schaue ich mal in der großen Tasche nach. Ihr Onkel öffnete die Tasche mit den Geschenken und gab Clara eine große, wunderschöne Kiste. Und die andere gab er Fritz. Als Clara aufgeregt die Kiste öffnete, schrie sie vor lauter Freude auf. In der Kiste war ein Nussknacker. Oh, das ist das beste Geschenk, das ich je bekommen habe. Danke! Ich freue mich, dass es dir gefällt, Clara. Nachdem Fritz Clara beim Öffnen des Geschenkes beobachtet hatte, riss er schnell sein Geschenk auf. Zum Vorschein kam eine große schwarze Maus, die als Pirat verkleidet war. Das Geschenk gefiel ihm überhaupt nicht und er warf die Maus wütend auf den Boden.
Dann entriss er Clara den Nussknacker und warf ihn an die Wand. In seinen Augen konnte man die Eifersucht leuchten sehen. Fritz! Ich will auch einen Nussknacker! Ich hasse diese Maus! Warum ist Claras Geschenk besser als meins? Sag doch sowas nicht, Fritz. Dein Geschenk ist genauso schön. Außerdem war es sehr nett von deinem Onkel. Und dass er dir etwas mitgebracht hat, dein Verhalten ist sehr unhöflich. Das ist mir doch egal! Ich will diese hässliche Maus nicht! Clara ging zum Nussknacker, hob ihn hoch und bemerkte, dass seine Arme abgebrochen waren. Mein armer kleiner Soldat! Ich wollte doch mit dir tanzen! Schade, ich konnte noch nicht einmal mit dir spielen. Sei nicht traurig, Clara. Ich werde ihn sofort reparieren. Danach ist er so gut wie neu. Keine Sorge. Sofort klebte Onkel Drosselmeier dem Nussknacker die Arme. Fritz, was du gemacht hast, war nicht nett. Ich habe noch mehr von diesen Nussknackern und wollte dich später damit überraschen. Aber die Chance bekommst du jetzt nicht mehr. Der Onkel war wütend als auch traurig über das Verhalten von Fritz und so versteckte er die Kiste mit den Soldaten in einem Schrank. Aber Onkel! Lass dir das eine Lehre sein. Beschämt über das, was er getan hatte, wusste er nicht, was er noch tun sollte und verließ den Raum mit hängendem Kopf. Als es 12 Uhr schlug, war die Zeit zum Schlafen gekommen. An dem Weihnachtsabend erlaubten sie sich, etwas später zu Bett zu gehen. Alle verabschiedeten sich voneinander und gingen zu Bett. Clara lag mit ihrem Nussknacker in ihrem Bett. Mitten in der Nacht wurde sie von raschelnden Geräuschen geweckt. Die Geräusche kamen von unten. Neugierig schlich sie ins Wohnzimmer und traf dort auf eine Bataillon von Mäusen, die alle so aussahen wie die Piratenmaus, die Fritz geschenkt bekommen hatte. Sie rannten wild im Wohnzimmer herum. Clara! Clara, wo bist du? Komm herunter! Clara wusste, dass die Mäuse nach ihr suchten und hatte schreckliche Angst. Aber nach einem kurzen Moment stellte sie fest, dass sie keine Angst vor einer Spielzeugmaus haben brauchte. Das ist nur ein kleines Spielzeug. Was kann es mir schon tun? Wir können uns unterhalten und Verschiedenes ausdiskutieren. Sie stellte den Nussknacker oben auf der Treppe ab und ging hinunter. Aber was war das? Die kleinen Spielzeugmäuse waren viel größer als sie. Und nicht nur die Spielsachen. Plötzlich waren auch die Möbel riesig. Als sie sich umschaute, begriff sie, dass sie geschrumpft war. Sie war winzig klein. Ach, du lieber Himmel, was ist passiert? Warum bin ich so winzig? Ich muss fliehen, bevor sie mich erwischen. Die Mäuse näherten sich Clara. Wir nehmen dich gefangen, Clara. Du kommst mit uns nach Mäusestadt. Wehr dich nicht. Früher oder später fangen wir dich eh. Genau in diesem Moment erwachten im Wohnzimmer alle Spielsachen zum Leben. Panzer, Kanonen, Soldaten, Babypuppen und Stofftiere kamen alle auf die Mäuse zu. Clara sah nur einen Ausweg. Sie musste sich unter dem Weihnachtsbaum verstecken. So wie die anderen Spielsachen erwachte ebenfalls der Nussknacker zum Leben und eilte zu Hilfe. Er kämpfte gegen die Piratenmäuse. Er war so tapfer. Auch die Soldaten, die Onkel Drosselmeier im Schrank versteckt hatten, eilten herbei, um zu helfen. Die Piratenmäuse waren von dieser starken Gegenwehr überrascht und zogen sich zurück. Rennt um euer Leben! Wir haben verloren! Hilfe! Clara! Clara, du kannst rauskommen! Die Piratenmäuse sind fort! Wir haben gewonnen! Clara krabbelte hinter den Geschenken heraus. Alle waren glücklich, dass die Gefahr gebannt war. Ich hatte so eine Angst, Nussknacker. Aber du hast mich vor den Mäusen gerettet. Herzlichen Dank. Plötzlich verwandelte sich der Nussknacker in einen hübschen Soldaten. Er verbeugte sich vor ihr und lud sie zum Tanzen ein.
Möchtest du mit mir tanzen, Clara? Oh, mit Vergnügen. In dem Moment, in dem sie zu tanzen begann, erklang eine traumhafte Musik im ganzen Wohnzimmer. Kleine Feen streuten verzauberte Blumen herum. Und plötzlich verwandelte sich Clara in eine wunderschöne Ballerina. Nun trug sie ein Ballerinakleid und Ballerinaschuhe. Ich bewundere dich, Clara. Wie toll du Ballett tanzen kannst. Oh, herzlichen Dank. Mein größter Wunsch ist es, eines Tages eine Ballerina zu sein. Meinst du, ich würde das schaffen? Ich bin mir sicher, dass du eine wunderbare Ballerina wirst. Dann wird der Name der Melodie, die gerade jetzt spielt, das Nussknacker-Ballett heißen. Wann immer du es hörst, denke an mich, Clara. Alle anderen Spielzeuge schauten ihnen ehrfürchtig zu. Clara und der Nussknacker tanzten stundenlang Ballett. Sie drehten sich rundherum auf einem Fuß. Es war, als würden sie im Wohnzimmer herumfliegen. Doch plötzlich hörten sie ein Geräusch. Clara, Clara, wach auf, Liebes. Es ist schon morgen, hm? So, du hast mit dem Nussknacker geschlafen. Guten Morgen, Mutter. Ich wünschte, du hättest mich nicht geweckt. Ich hatte einen wunderbaren Traum. Ich habe mit dem Nussknacker getanzt. Ich war eine Ballerina. Wirklich? Nun, du musst nach dem ganzen Tanzen müde sein. Komm, wasch dich. Wir warten mit dem Frühstück auf dich. Sie nahm den Nussknacker in die Hand und begann mit ihm zu tanzen. Sie hatte immer noch die Melodie im Ohr. Es war, als ob ihr Traum echt wäre. Mein hübscher Nussknacker. Es war einmal ein Land. Dort waren alle Menschen sehr glücklich. Alle jungen Mädchen bewunderten den gut aussehenden Sohn der Königin und des Königs. Der junge Prinz war groß und schlank, hatte grüne Augen und schwarze Haare. Dazu war er sehr warmherzig. Der König und die Königin hatten ihn sehr gut erzogen. Als der Prinz zu einem jungen Mann heranwuchs, wurde er ein versierter Reiter und Schwertkämpfer. Dazu konnte er sehr gut lesen und Klavier spielen. Aber leider war er in allen Dingen ein Perfektionist. Daher fand er keine, die er lieben oder geheiraten wollte. Mutter, das Mädchen, das ich heiraten werde, muss eine echte Prinzessin sein. Sie muss sensibel und höflich sein. Außerdem muss sie gute Manieren haben. Sie muss von innen und außen her strahlen. Sie muss eine bezaubernde Stimme haben und soll mit mir singen, wenn ich Klavier spiele. Allerdings, sie muss auch jemand sein, der an die Interessen ihres Landes denkt, der allen hilft und faire Entscheidungen trifft. Du hast so recht, Mutter. Sie sollte auch tierlieb sein und Tiere beschützen. Da es in ihrem Land keine Prinzessin mit diesen Eigenschaften gab, beschloss der junge Prinz, seine Prinzessin in anderen Ländern zu suchen. Die Prinzessin, die er im ersten Land kennenlernte, war ein sehr schönes Mädchen. Aber eines Tages, als sie im Garten spazieren gingen, sahen sie einen kleinen Welpen unter einem Baum sitzen. Die Prinzessin fing plötzlich an zu schreien. Bah! Nehmt dieses schmutzige Tier und werft es raus! Ich will es nicht in meinem Garten sehen! Ihre Stimme war so barsch und einschüchternd, dass die Wache sofort herbeieilte und ihrem Befehl Folge leistete. Nein, so ein Verhalten ist inakzeptabel. Jemanden so grausamen kann ich nicht heiraten. Höflich verabschiedete er sich von ihr und reiste in ein anderes Land. Nach der langen Reise wollte er sich im Gasthaus des Palastes ausruhen, bevor er die Prinzessin traf. Plötzlich weckte ihn eine schreckliche Stimme, aber er konnte nicht sagen, woher sie kam. Hey, ihr Faulpelze! Ich spreche mit euch! Wo ist mein Kuchen? Ein bisschen schnell! Bringt mir jetzt sofort meinen Kuchen! Ach du meine Güte, wo kommt nur diese Stimme her? Er folgte der Stimme und spinkste hinter der Tür in das Speisezimmer.
Dort saß eine Prinzessin an einem mit Süßigkeiten und Desserts überfüllten Tisch und schrie die Diener an, während sie sich weiter vollstopfte. Was habe ich gesagt? Warum bringt ihr mir nicht den Kuchen, den ich wollte? Der, den ich gegessen habe, war nicht gut. Schnell, bringt mir den neuen und dann raus. Als der Prinz dies sah, verließ er umgehend den Palast, bevor er die Prinzessin getroffen hatte. Er wollte niemanden heiraten, der seine Diener so schlecht behandelte. So reiste er in das dritte Land, um dort sein Glück ein letztes Mal zu versuchen. Die dritte Prinzessin, die er traf, mochte er auf den ersten Blick. Sie ist bezaubernd, aber ich kann mich nicht direkt entscheiden. Ich muss noch mehr über sie herausfinden. So kam es, wie er es befürchtet hatte. Nach einiger Zeit lernte er sie kennen. Sie war auch nicht das Mädchen, das er suchte. Sie war eine egoistische Angeberin und redete, ohne ein Ende zu finden. Mein Vater ist ein sehr mächtiger König. Selbst wenn sie mir die ganze Welt geben, würde ich mir mehr wünschen. Außerdem bin ich bildhübsch. Ich will auf meinem Thron sitzen und alle um mich herum sollen meine Sklaven sein. Der Prinz war entsetzt und sprachlos, als er diese Worte hörte. Dieses schöne Mädchen kann auch nicht meine Prinzessin sein. Das Mädchen, das ich heiraten möchte, sollte nicht so arrogant sein. Sie sollte demütig und nicht materialistisch sein. Traurig kehrte er in sein Land zurück. Seine Mutter sah, wie unglücklich ihr Sohn war und versuchte, ihn zu trösten. Sei nicht so traurig, mein Sohn. Eines Tages wirst du das Mädchen deiner Träume finden. Eines Nachts, bei einem schrecklichen Sturm, klopfte jemand an die Tür des Palastes. Der Butler, der die Tür öffnete, war sehr überrascht, ein so schönes Mädchen in diesem Sturm zu sehen. Hallo, ich bin die Prinzessin des Nachbarlandes und das ist mein Diener. Das Rad unserer Kutsche ist gebrochen. Dürfen wir Ihre Gäste sein und könnten wir unsere Pferde unterstellen, bis unsere Kutsche repariert ist? Sie wurden sofort beim König angemeldet. Natürlich stimmte der König zu, sie angesichts der schweren Witterungsbedingungen als Gäste zu haben. Die Prinzessin war zwar durchnässt und zitterte, jedoch gefiel der Königin die Prinzessin. Bitte setzt euch an den Kamin. Ich lasse euch trockene Kleidung bringen. Ihr solltet etwas essen und euch ein wenig ausruhen. Ich bin mir sicher, dass alles besser sein wird, wenn ihr aufwacht. Die Prinzessin wechselte ihre Kleidung und kam die Treppe hinunter, um etwas zu essen. Der Prinz hörte, was passiert war und wollte die Gäste kennenlernen. Ich bedauere eure Umstände. Bitte macht es euch bequem. Ihr könnt hier bleiben, solange ihr wollt. Vielen Dank, lieber Prinz. Ich habe eine Bitte. Meine Pferde müssten gut versorgt werden. Ihnen erging es so schlecht bei diesem Wetter. Oh, und mein Diener sollte gut schlafen können. Armes Ding. Er hat so hart versucht, die Kutsche zu reparieren. Ich möchte nicht, dass er krank wird. Machen Sie sich keine Sorgen. Ich werde alle Ihre Bitten weiterleiten. Ruhen Sie sich jetzt aus. Der Prinz mochte die Prinzessin wirklich und flüsterte seiner Mutter ins Ohr. Mutter, könnte sie die Prinzessin sein, auf die wir gewartet haben? Ich frage mich, ob die Dinge, die sie uns gesagt hat, wahr sind. Sie ist genauso freundlich wie schön. Vielleicht, mein Sohn. Aber mal sehen, ob sie eine echte Prinzessin ist. Wir werden es heute Abend herausfinden. Die Königin fasste schnell einen Plan und ließ 7 Matratzen übereinander legen, auf denen die Prinzessin schlafen sollte. Unter die letzte Matratze legte sie eine Erbse. Ihr Zimmer ist fertig, Prinzessin. Ihr könnt euch jetzt ausruhen. Vielen Dank, Ihre Hoheit. Gute Nacht. Morgens beim Frühstück begann die Königin ein Gespräch mit der Prinzessin. Guten Morgen, Prinzessin. Habt ihr gut geschlafen? Obwohl das Bett bequem schien, fühlte es sich an, als hätte ich einen riesigen Felsen unter meinem Rücken. Leider konnte ich gar nicht schlafen. Als die Königin dies hörte, gab sie dem Prinzen ein Zeichen, ohne dass die Prinzessin dies bemerkte. Nach dem Frühstück gingen der Prinz und die Prinzessin im Garten ein wenig spazieren. Die Prinzessin erzählte ihm von ihrem Land und ihrer Familie. Sie hatte wunderbare Pläne für ihr Land. Während sie so durch den Garten schlenderten, sahen sie ein Kätzchen. Die Prinzessin hob es liebevoll auf und setzte es an einen sicheren Ort. Ist das nicht ein schönes Tier, mein Prinz?
Als sie in den Palast zurückkehrten, setzte sich der Prinz an das Klavier und begann zu spielen. Die Prinzessin begleitete ihn. Ihre Stimme war so melodiös, dass ihn alle im Palast mit Bewunderung lauschten. Der Prinz, der die Prinzessin vom ersten Moment an gemocht hatte, glaubte nun, dass er die Prinzessin seiner Träume gefunden hatte. Nach ein paar Tagen war es Zeit für die Prinzessin, in ihr Land zurückzukehren. Mein Prinz, danke für alles. Du warst ein großartiger Gastgeber für mich, mein Knecht und auch für meine Pferde, aber ich muss zurück in mein Land. Der junge Prinz wollte nicht, dass sie ihn verließ. Er war sich sicher, dass sie das Mädchen war, das er gesucht hatte. Und so war er sich mit der Königin und dem König einig, dass er um ihre Hand anhalten sollte. Mutter, Vater, ich bin sicher, ihr denkt das Gleiche. Dieses Mädchen ist eine echte Prinzessin. Sie gibt keine Befehle und ist höflich zu ihren Dienern und bedankt sich auch bei ihnen. Sie liebt alle Geschöpfe, sie ist höflich, gutmütig und schlau. Ich bin mir sicher, dass sie die eine ist. Mein Sohn, wann du möchtest, werden wir in ihr Land reisen und ihrem Vater um seine Erlaubnis zur Heirat bitten. Der Prinz, der vom König und der Königin die Zustimmung erhielt, hielt um die Hand der Prinzessin an. Eigentlich gefiel auch der Prinzessin der Prinz auf den ersten Blick. Ihre Liebe wuchs weiter, während sie Zeit miteinander verbrachten. Als der Prinz ihr einen Ring ansteckte, nahm die Prinzessin den Antrag glücklich an. Die Feier dauerte 40 Tage und 40 Nächte. Seit diesem Tag lebten der Prinz und die Prinzessin glücklich bis an ihr Lebensende. Hallo Leute, hilft uns! Der Wolf hat uns in Luftballons eingesperrt. Drückt hier. Und dann hier auf eurem Handy oder Tablet ladet das Spiel herunter, um uns zu retten. Wir warten auf euch. Hallo Leute, abonnieren Sie unseren Kanal Kondo-san und schauen Sie sich die beliebtesten Märchen, Kinderlieder und Zeichentrickfilme an. Vergessen Sie nicht, auf das Glockensymbol zu klicken, um Benachrichtigungen von uns zu erhalten.